Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge und ja, für mich auch erstmal letzte Folge ETS für heute, für diese Session und damit auch für euch irgendwo, weil dann erstmal andere Sachen kommen, ATS, mein Test, von daher erstmal die letzte Folge, Magic. So, dann werden wir erstmal LKW reparieren, vor allem mal neue Reifen aufziehen. Und dann machen wir noch mal eine kleine Teststrecke, eine kleine Testmission. Ja. Machen wir. So, tanken müssen wir nicht. Wir können aber hier gleich schlafen gehen. Wartung. Wartungsempfehlung und ganz ehrlich, da und da. Let's 25.000. Aber hey, wenigstens haben wir jetzt schicke neue Reifen. Und damit auch hier keine Meldung mehr. Sehr nice. So, dann fahren wir mal eine Runde. Hey. Danke. Natürlich muss es wieder regnen. Weg da. Kein Bock auf Regen. Ah, jetzt hab ich. Wow, wieder dreimal schlafen. Easy. Danke. Endlich wieder ein Wetter, mit dem man leben kann. Es ist hell und es regnet nicht. Hasse Regen. Scheißdreck. Gerade frische Reifen aufgezogen, damit der LKW nicht so rumschlittert und dann ist die Fahrbahn nass. Danke dafür. So. Wir brauchen jetzt, wir wollen Auftragsangebot, Frachtauftrag. Und zwar wollen wir von da nach da. Hier gibt es allgemein nicht so viele Aufträge, kann das sein? Guck mal, schickt uns sogar direkt hier lang. Ah, okay. Scheinbar merkt er da wirklich, dass das hier doch wesentlich schneller geht als hier hinten rum. Ah, das Problem ist natürlich, dadurch, dass hier mit die 4 gleich von Anfang an mit einberechnet wird, kriegen wir dafür natürlich auch kaum Geld, ne? Weil die Fahrstrecke an sich plus die 300 Kilometer sind. Na gut, aber was wir von hier aus machen? Wie heißt du? Valencia. Valenz. Gibt's gar nichts. Was gibt's noch so? Porte. Hey. Wie ist das Ding? Port. Hey. Gibt's nichts. Verdammte Kacke. Teruk Maktu. Auch nicht. Oh mein Gott. Oh, langsam gehen Sachen aus. Alba. Ja, funktioniert. Ist ja blöd. Ach, ich hab wieder rausgenommen. Aber hallo? Da gibt's welche. Oh. Ach ne. Hä? Habe ich hier nicht drauf geklickt gehabt? Na gut. Das ist natürlich klar, dass es dann solche Sachen gibt. Das hier. Ja. Das heißt, von da gibt es noch da nichts. Verdammte Kacke. Ist das ein großes? Ne, ist ein kleines L. Ah, verdammt.
Dem ist so schön unter keinem guten Stern. Ich sag's euch, wie es ist. Ach, ich freue mich schon, wenn das wieder zukommt. Genauso wie da oben das DLC. Da, auf das DLC freue ich mich echt schon am meisten. Da werden wir viele schöne Sachen machen können. Das wird sehr schön. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Ding hier heißt. Das war doch irgendwas mit I. Die haben nämlich ein extremes Krieg. Weil irgendwie der Zipfel gehört noch zu denen und alles andere ist aber... Was? Irland? Iran? Nee, Quatsch, Iran ist unten. Iran ist da ganz weit unten. Müsste Irland sein, oder? Eben, und die leben irgendwie extrem mit denen in Knatsch, weil die denen ihre Sachen aufzwingen wollen. Und ja, dementsprechend herrscht immer Reibereien. Vor allem, weil halt das Vereinigte Königreich die halt auch besetzt. Im weitesten Sinne. Ja. Genau, von daher ja, ist ja auch die IRA. Müsste also Irak sein. Nicht Irak. Irland. Genau. Irak und Iran, wie gesagt. Irak, das sind alles Sachen, die unten abspielen. Keine Ahnung. Also, auf jeden Fall hier irgendwo ganz weit im Süden, nicht im Norden. Na gut. So. Was machen wir denn noch hier Schönes? Gucken wir mal, ob hier sonst noch irgendwelche Missionen sind. Keine allzu lang, wenn es geht. 125 Kilometer, das ist auch eine wunderschöne Strecke. Easy, let's go. Am idealsten wäre so irgendwas so um die 300 Kilometer. Aber da gibt es hier gar nichts. Warte mal kurz, wie viele Kilometer sind das eigentlich? Das sind 125 Kilometer. Nichts Brauchbares dabei. Na gut, dann lassen wir die Mission sein. Wir haben ja by the way wieder 500.000. Wir könnten by the way auch mal wieder ein bisschen hier Management machen, ne? Garagenhändler. Da müssen wir noch. Achso, haben wir bereits. Da muss noch die hier aufgewertet werden. Ne, halt, das ist unsere Stamm. Die muss aufgewertet werden. Und da können wir nämlich hier noch drei LKWs reinsetzen. Ah, da war ja was. Siehst du? 430.000, das reicht nicht für drei LKWs, oder? Doch, klar, doch, reicht. Für einer kostet 125, das wären 375.000. Doch, das reicht. Easy, cool. Aber das auch direkt drin. Ja, mach hin. Goddammit! Wow! Spielaufgang oder was? Hallo. Hallo. Alter, hat das gerade lange gedauert. What the actually fuck? Alter. So, das waren ja mit Mercedes-LKWs, ne? Genau. Da haben wir rot und blau. Das brauchen noch die anderen drei Farben. Mercedes. Online-Kauf-Fan. Genau, die beiden haben wir. Jetzt kommt noch grün. Kaufen. Wo auch immer das Ding war. Hier, ne? Ja. Easy. Wie geil. So, LKW-Manager. Alle gut. Arbeitsagentur. Ja, schauen wir, was wir hier so für... alles bei... Nee. Ganz ehrlich, du kannst mal kacken gehen. Effiziente Fahrweise, fick dich. Vor allem bringt sie mir gar nichts, weil er super viel Geld verlangt. Dieser Arsch. Ja? Kann er mal schön nach Hause gehen. Unterbleiben.
Wie sieht es denn aus mit Frauen? Ich will mein Harem erweitern. Harem, ich komm. Hier gibt's ja keine Frauen. What the fuck, dude? Hier sind ja alles Männer. Okay, das ist sad as fuck. Gut, gibt's ja wenigstens irgendwelches brauchbares Material. Du hast einmal Fernfahrt, du hast zweimal Dings. Ah, hier, Fernfahrt und Dings. Das ist doch was Gutes. Endlich mal. Wenigstens einer. Bam. Nichts Brauchbares dabei. Das gibt's doch ja nicht. Verdammt. Wonach soll ich sonst entscheiden? Nach dem Aussehen? Sehen alle kacke aus. Hammer Nackoll. Gut, gehen wir mal ganz, ganz klassisch durch. Er ist ein Arsch. Er hat nichts, was irgendwie interessant wäre. Wobei, gut, die beide weiß ich nicht, aber er hat halt sonst gar nichts so. Der sieht aus, wie als wenn er mich im Schlaf umbringen würde. Das hier wäre ein Kandidat auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Er wirkt auch ganz sympathisch, auch wenn er ein bisschen komisch guckt, aber wirkt zumindest sympathisch. Der wirkt halt auch arschsympathisch. Aber kann leider auch gar nichts so. Fuck my life. Auf jeden Fall, du bist schon mal drin. Let's go. Damit ich mal ein bisschen vorankomme. Du kriegst den gelben. Bam. So, kam jetzt irgendwas Neues dazu, was überwältigend ist? Das ist alles. Haben wir mittlerweile eigentlich einen Philipp? Wir suchen immer noch unseren Philipp N. Nö. Das gibt's doch ja nicht. Ach, wo das war denn so, Alter. Jetzt weiß ich, wie sich die ganzen Leute fühlen, die bei großen Unternehmen irgendwelche Leute einstellen sollen und sich den ganzen Tag nur irgendwelche Bewerbungsunterlagen angucken. Kriegst ja die Krise. So. Ich glaube, ich nehme ihn. Oh, der hat Fernfahrer und hier irgendwas Spezielles. Er auch. Er hat sogar noch dringende Lieferungen. Ja, der ist zumindest schon mal besser geeignet. Ach, leck mich, komm ich nicht mit den hier. Kriegst du eine Macke? Kriegst du da ja? Oh, bam. Easy. Leck mich. Kein Bock mehr. Oh. Ja, dann muss er auch aus dem Ausgeglichen machen, damit er hier ein paar Punkte bekommt. Ja, sind auch alle ausgeglichen. Oh, hier sind ja schon ein paar. Fertig. Ja, genau. Ja. Ja. Das sieht alles richtig und gut aus. Dann können wir jetzt tatsächlich mal wieder richtig speichern, by the way. Okay. So, schön gerade ziehen. Damit der auch gut aussieht. Ja, gut. Mit einem Schatten im Gesicht sieht er nicht gut aus. So sieht schon, ich wollte bremsen. Na egal. Das ist hier definitiv zu hell. Das ist so dunkel.
Versuche ich mal so ein bisschen mehr längs zur Sonne zu stellen. So. Ja, das sieht doch gut aus. Bam. Dann so, so. Schön, schön einlenken fürs Auge. Ne? Das Auge ist mit. So. Jetzt speichern wir mal schön hier. Ne, wir müssten eigentlich das hier nehmen. Bam. Perfekt. Perfekt. Sieht doch schnick aus. Okay. Dann haben wir tatsächlich wieder einen guten Punkt erreicht. Ohne Schulden, ohne alles. Wieder 60 in der Potte und haben jetzt immerhin 30. Ne? Haben jetzt immerhin 8 Mitarbeiter zu bekommen, ne? Alter, ist noch so. Wir hängen noch so weit hinter ATS. Ich meine, auf der anderen Seite haben wir jetzt mindestens 1 Million pro Woche. Statt 700.000, aber ist halt jetzt auch nicht so viel mehr. Ach, Mann, ey. Ich probiere mal was. Wir nehmen einfach mal hier so einen richtig schönen langen Auftrag entgegen. Ja, das sieht schon mal gut aus. Das sieht fast noch besser aus. 280.000. Holy shit. Wobei hier haben wir halt extrem viele Mordstellen, ne? Das könnte eine schöne Strecke werden. Vor allem auch wieder eine, wo man schon abkürzen kann. Ich sag nur Fähre. So. Ich glaube, die machen vorsichtig. Achso, wo war das jetzt? Nach Catanzara. Mann. Da. Da. Wieso kann ich da nicht hin? Ich kann nirgendwo hin. Wieso kann ich keine Schnellreise machen? Ich kann nichts so hinklicken. Oder ist das wieder so ein komischer GUI-Bug? Ah ja, jetzt geht's. War also wieder ein GUI-Bug. Dankeschön. Du Arsch. Okay, lass uns eine neue Route finden. So, da haben wir mal eine schöne Mission, wo wir wieder ein bisschen Geld verdienen können. Können wir eigentlich sogar noch jetzt loslegen, ne? Jetzt haben wir noch. Fast eine Viertelstunde. Erstmal die Ware abholen. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. So, mal schauen, wie sich jetzt die neuen Reifen verhalten. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Warum haben die Auflieger immer keine Räder? Das sieht immer super komisch aus. Nimm diese Ausfahrt. Oh, ernsthaft. Immer diese langsamen LKWs. Das sieht immer super komisch aus, wenn du irgendwie ja, einen Auflieger auch aus der Ferne siehst. Einfach. Und die Dinger dann auch ohne Räder rumfliegen. Ich meine, ich bin ja so schon sehr unzufrieden mit dem LOD. Aber das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Also, das hat dann mit LOD nichts zu tun. Ja? Weißt du, wenn du für den LKW aus der Ferne siehst, oder also einen Auflieger aus der Ferne siehst, und wenn statt den Rädern nur irgendwelche Klötze da sind, okay. Völlig in Ordnung. Akzeptabel. Aber wenn da gar keine Räder sind, what the fuck, dude?
geht aber gar nicht. Das ist einfach behindert. Finde ich wirklich einen Unterschied festmachen, ob jetzt der besser sich steuern lässt. Fühlt sich fast genauso an wie gerade eben, bevor ich die Reifen getauscht habe. Aber die Reifen haben wir getauscht, ne? Ja. Komisch. Fühlt sich auch nicht richtig an. Die Art, wie er sich verhält. Aber bei doch, der geht schon. Geht stärker in die Kurven rein. Biege nach rechts ab. Ja, doch. Doch, doch. Hat schon einen Unterschied. Auch wenn ich so viel Schaden habe, danke dafür. Bestimmt wieder die Reifen. Warte, das war Reifen zum Verladen. Fahrer auf der Karte gezeigt, grüne Fahne. Oh, wir haben richtig viel Platz. War noch nicht weit genug. Fertig zum Losfahren. So. Wir fahren natürlich hier hin. Wo auch sonst hin. Und er hat sogar die Strecke schon aktualisiert. Von 2000 Kilometer runter auf 1600 Kilometer. Und das, was wir tatsächlich fahren müssen, ist sogar noch viel weniger. Aber alleine schon, dass es jetzt die Chassis ganz hin und her hier noch Luftlinie durchgeht. Los. Jetzt bin ich mal gespannt. 167 war. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir tatsächlich. Gut, zurücksetzen. Ja, immer noch 167. Ob wir dann am Ende wirklich 167.000 bekommen. Wie gesagt, wie viel XP wir am Ende bekommen. Kann man leider nicht voraussagen. So bullshittig, okay, wie das auch ist. Los. Aber zumindest können wir gucken, ob wir das Geld dafür bekommen. Hätte ich glaube ja. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wie viel haben wir überhaupt geladen? Auf 5 Tonnen gerade mal. Wie ziehe ich der Impfstoff wieder? Hm. Das ist ja gar nichts. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Oh ja, doch. Dort geht viel besser. Ja. Nimm diese Ausfahrt. Das war gerade wieder so, wie ich im Gefühl habe. Also Reifentauschen hat doch was gebracht. Sehr schön. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Was halt geil wäre, ist, nimm die Ausfahrt rechts. Wenn du wirklich so wie im Echten so verschiedene Untergründe hast, die sich verschieden verhalten. Ich meine, ich weiß, es gibt hier schon Unterscheidung, ob du jetzt auf einer Straße fährst oder auf dem Waldweg zum Beispiel. Aber du hast halt, glaube ich zumindest,
innerhalb von Straßen keine Unterscheidung. Also der LKW fährt sich auf Beton genauso wie auf Asphalt. Und ja, da fehlt auch so ein bisschen so die Feingranulierung. Oder was halt auch witzig wäre, vor allen Dingen so im Gesichtspunkt wegen Realitätsnahheit, ist, wenn du so verschmutzte Fahrbahnen hättest, ne? Hast du so teilweise einfach, ja, Stellen hast, wo du halt keine perfekte Haftung mehr hast. Ich meine, man muss jetzt nicht gleich mit einem Ölteppich kommen oder sowas, ja, das wäre vielleicht... Ich meine, kann man natürlich auch machen, ne, bei diesen zufälligen Straßenereignissen, dass du da vielleicht einen Tanker hast, wo ein bisschen Öl aus... oder, ja, wo Öl ausgelaufen ist allgemein, oder auch einfach so bei Fahrzeugen, dass da Öl ausläuft, und dann wirklich neben dem Unfall die Fahrbahn halt zum einen eingefärbt ist, und an den Stellen, wo sie eingefärbt ist, wo es also ölig ist, du das dann halt auch vom Fahrgefühl her spürst. Das wäre natürlich auch noch sehr geil. Wow, wir haben 30 Stunden Reserve, weil pennen müssen wir nicht. Vor allen Dingen jetzt in Brück, dadurch, dass er jetzt auch die Fahrbahn so angepasst hat, dass wir über die Fähre fahren, heißt es, dass die Fähre auch von der Reisezeit mit einberechnet ist. Also das ist drinne in diesen 29 Stunden. Also zeitlich bringt diese Abkürzung auf jeden Fall was. Weil wir sagen, wir müssen nicht pennen, ne, weil bis zur Fähre schaffen wir es locker in einem Stück. Dann pennen wir bei der Fähre sowieso. Also in der Fähre. Und ja, wenn die Fähre dann ankommt, sind wir wieder ausgeruht. Und dann schaffen wir das restliche Stück dann auch durchgehend. Das heißt, wir müssen kein einziges Mal pennen gehen. Das ist schon mal echt nicht schlecht. Wieder alles so voll, Leute. Fahrt doch mal. Oh. Ja, ich glaube, die Folge wird wieder ein bisschen überlänger haben. Egal, alle Jubeljahre kann das ja mal sein. Voll abgedrängt. Ja, jetzt muss der Bus da echt links fahren. Ist das jetzt denn voller Ernst? Ist doch nicht wahr. Boah, Alter, fahr halt nach Hause, Junge. Jetzt bremst ihr auch noch. Er kriegt die Krise. Das ist doch nicht wahr. Oh, ist er jetzt hier nach rechts? Sonst klatscht es. Oh Mann, ey. Opfer. Hehe.
Berge da hinten rechts sehen sehr plastisch aus. Allgemein die Berge sehen sehr plastisch aus. Ernsthaft, muss unter links überholen hier. So, eine Schweinerei hier. Da war gerade Rasen auf der Straße. Das nicht mal Tunnel. Alter, wie fällt jetzt die Strecke? Achso, okay. Sauf der Map so kurz aus, aber wir brauchen ja ewig, bis wir da ankommen. Holy shit. Normalerweise links immer die Dinger, wo man nicht stehen, nicht stehen bleiben braucht. Los, geh auf. Aber jetzt reicht mir langsam hier aus, hier alle jetzt hier. Ich fahr mal auch mal nach rechts. Danke. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Wie du fährst nach links, Junge. Immer da, Glück, du. Wollte schon blauen Brief schreiben. Warum ploppen die ganzen Schilder da vor mir auf, Alter? LOD schon wieder hart am Eskalieren hier. Guck mal, jetzt ist es links. Ey, seid doch alle Gaga. Ich wäre gut, wäre ich clever gewesen, wäre ich direkt den blauen hinten bis auf die Schussstange raufgefahren. Dann wäre die Strecke vielleicht aufgeblieben. Aber gut, war mir zu riskant. Ausfahrt rechts. Okay, die Kurve war wesentlich enger als die auf dem Ding, der aussah. Und auf dem Map. Heieiei. Da war ja super eng. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Ah, nee, komm.
Und sich bei der kurzen Strecke jetzt hier nicht. Biege nach links ab. Neu berechnen. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Schön, wenn der LKW wieder so reagiert, wie er soll. So. Das sieht richtig aus. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Da steht auch noch 1,76.000. Ah. Das heißt, am meisten, also die Theorie scheint wirklich zu stimmen, dass am meisten Geld du damit machen kannst, dass du Strecken suchst, die du auch mit der Fähre machen kannst, die aber nicht mit der Fähre vorgegeben sind. Ja, weil wenn die von Anfang an mit der Fähre vorgegeben sind, dann bekommst du von Anfang an kaum Geld. Wobei, wie gesagt, ne, muss doch bewahrheiten. Noch steht da 176.000. Also mal gucken, wie viel wir denn am Ende tatsächlich bekommen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Yeah. So muss ich einen LKW verhalten. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Bitte links halten. Boah, Alter, auf der Steigung noch beschleunigen, ey. Egal. Ich glaube, die Folge wird fast eine Stunde lang gehen, wenn es so weitergeht. Ist ja schon 40 Minuten. Holy shit. Bitte links halten. Die Zeit vergeht so schnell, wenn man Spaß hat. Alter, stockert ja aber ganz schön. Alter, Schwede. Durch.
Patrick macht der Firma schon wieder Schande. Nee, nee. Rechts halten. Ah ja, 400 Euro zum Glück, ne? Ausfahrt rechts nehmen. Die Ausfahrt rechts. Oh, wir fahren ja vor Max. 163. Oh, Alter. Mal ziehen sie nach rechts, mal nicht. Ihr wollt mich doch alle verarschen hier. Mal sind sie auch nach links. Danke dafür. Bitte links Sehr schön ausgearbeitete Gegend hier. Auch da rechts mit der Baustelle. Alter. Sehr schnieke. Ja, der Streckenabschnitt hier ist echt gemütlich zu fahren. Schön weite Kurven, schön große Aussichten. Ah, da hat schon was, echt schon ein bisschen was von Amerika. Da rechts zum Beispiel, ne, die ganzen weiten Dünen. Der hat schon was. So, wo können wir lang? Nirgendwo. Von hier. Fahr doch mal, fahr! Diese sind ja zum Glück gleich da. Wollte gerade sagen, weil. Vielleicht haben wir schon die Dreiviertelstunden-Marke geknackt. In ein paar Sekunden. Aber gut, wir sind ja zum einen gleich da. Von daher. Geht's ja. Und zum anderen wäre es auch nicht schlimm, wenn nicht. Bitte links halten. Wenn nicht die erste Folge, die länger als eine Stunde geht. Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ach, dieser komische Kreisverkehr.
Waren wir hier nicht schon mal? Oder war ich hier privat? Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Schau mal, war ich hier privat? Weil ich glaube, das ist die Stelle. Bitte rechts halten. Die ich denke, dass es das ist. Natürlich will der abbiegen. Diese Ausfahrt. Und damit dauert die Folge doch länger als eine Stunde. Sad life. Oh, Bremser, nicht Junge, fahr lieber. Weniger bremsen, mehr fahren. Da kommst du auch am Ziel an. Biege nach rechts ab. Na, natürlich will er auch nach rechts abbiegen. Ey. Eigentlich bin ich gleich da. Links halten und dann links abbiegen. Na guck mal, können wir auch nächstes Mal tanken? Biege nach links ab. So, wohin mit dem Schiffchen? Ab ins Trockene. Okay. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. So, jetzt bin ich mal gespannt. 176 km. Tatsächlich. Hat funktioniert. Obwohl wir gerade mal 600 Kilometer gefahren sind, haben wir trotzdem das volle Gehalt bekommen. That's not bad. Wie gesagt, ich habe leider absolut keine Ahnung, wie es mit den Erfahrungspunkten aussieht. Ich schätze mal, eben 600, also da haben wir wirklich einfach nur 1:1 bekommen. Das heißt, EP kriegen wir tatsächlich weniger, wenn wir mit der Fähre fahren. Okay. Aber das heißt, man kann diese Methode zumindest nutzen, um relativ schnell an Geld zu kommen. Aber jetzt nicht, um besonders schnell an EP zu kommen. Aber immerhin. Ist nochmal was. Nice. Schöner LKW. Würdchen, dann würde ich mal sagen, soll das mit der Folge auch gewesen sein. Haben wir wieder 350 km. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es denn dann heißt, ich glaube ATS. Ne, ATS hatten wir jetzt gerade. Eben, als nächstes kommt wieder mein Test. Ja, genau. Als nächstes kommt mein Test, dann wieder ATS und dann kommt wieder ETS. Ja. Bis dann.